Gut, schönen Abend von meiner Seite. Mein Name ist Vanessa Redak und ich bin Redakteurin des Kurswechsels. Das ist jene Zeitung, die heute Abend eben eine eine Ausgabe präsentiert, die sich mit Wien und Stadtforschung beschäftigt. Kurswechsel ist eine Zeitschrift, die herausgegeben wird vom BAIGEWUM. Das ist der Beirat für Gesellschafts-, Wirtschafts- und umweltpolitische Fragen. Die gibt es schon mehrere Jahrzehnte, sowohl den BAIGEWUM wie auch den Kurswechsel. Und ja, also kurz vor der Wien-Wahl am Sonntag, was bietet sich mehr an, als ein Heft zu präsentieren, das sich ganz zufällig in den letzten Monaten mit der Frage Wien beschäftigt hat, mit der Frage der Entwicklung von Wien bzw. vergleichender städtischer Forschung. Und dazu wollen wir heute Abend eben diskutieren. Ich muss sagen, es ist für mich eine Premiere, eine Präsentation oder eine Moderation, eine Diskussion zu machen in Covid-Zeiten. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung und man möge mir verzeihen, wenn das nicht so geübt vielleicht abläuft, wie man sich das jetzt erwarten würde. Vom Zeitlichen her sind wir gebeten worden, uns auf eine Stunde zu konzentrieren, weil das für so eine Veranstaltung, die eben auch aufgenommen wird und übertragen wird, ein gutes Format ist. Also wir werden alle schauen, dass wir uns, glaube ich, an die Zeitvorgaben halten. Ich werde vielleicht dann auch ein bisschen drauf schauen gegen Ende. Wir werden Präsentationen am Anfang haben und anschließend eine Diskussion. Ich, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung, wie eine Diskussion in einer solchen Runde stattfindet. Aber wir werden das alles probieren. Ja, das ist eine Premiere. Es ist keine Premiere für mich, mit diesem Thema im Kurswechsel konfrontiert zu sein. Und es ist auch keine Premiere, die Kollegen und Kolleginnen hier vorzustellen. Wenn ich jetzt vielleicht den aktuellen Kurswechsel mal zeigen darf, und er sollte irgendwann stehen bleiben, dann gab es quasi ein Vorläufermodell vor 20 Jahren. So alt wird man, ist man mittlerweile, habe ich festgestellt. Und dieses Heft wurde zumindest von teilweise den gleichen Personen herausgegeben, die Sie heute hier sehen, beziehungsweise die Sie in diesem neuen Heft auch vertreten finden. Ganz wichtig, sage ich jetzt mal, nicht zuletzt ich selber durfte damals mitarbeiten. Das hat damit zu tun, dass ich sehr lange mit Andreas Novi zusammengearbeitet habe und er auch meine Diplomarbeit betreut hat. Und Andreas Novi wird auch heute einleitend den ersten Beitrag machen. Er ist der Leiter des Instituts für Multilevel Governance and Development an der Wirtschaftsuniversität Wien. Da muss ich immer nachlesen, weil dieser Titel verheimlicht ein bisschen, dass er wirklich Jahrzehnte in der Stadtforschung, in der Stadtökonomie tätig war und eben, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren sich mit der Entwicklung von Wien, aber auch mit alternativen Modellen der Stadtentwicklung global auseinandergesetzt hat. Darauf folgend Justin Cardi, der Stadtforscher ist und an der TU arbeitet im Forschungsbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik am Institut für Raumplanung und eben auch im neuen Kurswechsel vor allem zu Wohnungspolitik geschrieben hat. Und abschließend Margret Haderer, sie ist Politikwissenschaftlerin, hat zu einem Wohnthema dissertiert, nämlich zum Thema politische Ideologien und Wohnungsbau und arbeitet derzeit als Postdoc an der WU am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit. Ja, wie gesagt, am Sonntag wählt Wien. Wenn wir noch einmal 20 Jahre zurückblicken, wir waren damals eigentlich ziemlich pessimistisch, was Wien anbelangt. Wir erinnern uns, es gab eine schwarz-rote oder rot-schwarze Stadtregierung. Der Neoliberalismus war sehr präsent damals. Es ging um die Frage der Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen. Man hat teilweise Wien als Unternehmen gesehen und nicht als Stadt. Das waren so die Fragen, die uns damals beschäftigt haben. 20 Jahre später, also vielleicht darf ich auch mit so einer Frage beginnen, was hat sich da verändert? Ein bisschen, glaube ich, wird es ja in die Richtung gehen. Wie siehst du, Andreas, quasi ja, Wien heute? Was gibt es zu tun und was haben wir damals alles nicht erreicht oder schon? Ja, vielen herzlichen Dank, Vanessa, für die Vorstellung. BAIGEWUM und Kurswechsel für die Initiative
Und dann gebührt ein ganz spezieller Dank dem Alexander Hammedinger, der, so wie die Vanessa, auch vor 20 Jahren dabei war, damals an der WU gearbeitet hat, heute an der TU, und er die treibende Kraft war, diese Idee aufzugreifen, nach 20 Jahren wieder einen Kurswechsel über Wien zu machen. Und tatsächlich hat sich da viel geändert. Wir haben ja 2001 dann einen Artikel geschrieben, der hat geheißen The End of Red Vienna. Und weil man Wissenschaftler ist, macht man dann ein Fragezeichen, weil man sich ein bisschen absichern will. Tatsächlich waren wir damals doch relativ überzeugt, dass diese Welle des Neoliberalismus, und das hat ja auch geheißen Dritter Weg, Blair, Schröder, auch mit Verzögerungen in Österreich und Wien Einzug halten wird. Das ist nicht passiert. Das hängt dann immer auch an konjunkturellen Entwicklungen. Und was sagen, das rote Wien gerettet hat, war ganz sicher die schwarz-blaue Bundesregierung und die Notwendigkeit und die Möglichkeit, ein Kontrast zu sein zu dieser Politik, was dann eben das ein Stück weit gebremst hat und Wien heute zu einem Modell gemacht hat, dass, weil es eben diese Privatisierungen, Liberalisierungen langsamer und weniger gemacht hat, also die hat es ja durchaus gegeben und auch den Schwenk zum New Public Management und anderes, aber in der Substanz gibt es wahrscheinlich ganz wenige Städte in der Welt, die so viel öffentliches Eigentum haben und die auch, das darf man nicht unterschätzen, in ihrer Außendarstellung ganz stark diese inklusive Stadt für alle ein Stück weit auch vermarktet. Ja, also es ist ein Markenzeichen der Stadt, weltoffen, beste Lebensqualität und gleichzeitig inklusiv zu sein. Das ist dann in dem Sinn ein bisschen ein Sonderweg zu anderen Städten. Ja, gleichzeitig muss man sagen, dass das auch bedeutet hat, dass das, was in den 20er Jahren große soziale Innovationen waren, große Veränderungen, heute verteidigt wird. Also aus einer progressiven Dynamik zu verändern, das Neue sozusagen in die Stadtpolitik zu bringen, ist ein Verteidigen vom öffentlichen Eigentum, des Gemeindebaus und anderer Errungenschaften des vergangenen Jahrhunderts geworden. Ja? Ich würde das sagen, ein Stück weit als bewahrenden Reformismus bezeichnen, was die hier in Wien gemacht wird. Und das ist dann wiederum für viele, allein schon das ist wieder Vorbild für andere Städte, die eben gerne auch einen so hohen Ausmaß, ja sowas wie Stadtwerke, handlungsfähige Energie- und Verkehrsbetriebe, öffentliche Unternehmungen im Wohnbau und so weiter zu haben. Wenn wir aber, und jetzt kurz auch deine Frage aufgreifend, was lernen wir und was könnte das heißen und was heißt das auch im Hinblick auf die Wahl und darüber hinaus, ich sage mal, was bedeutet zukunftsfähige Stadtpolitik, ja, oder was, wie müsste sich Wien weiterentwickeln, wenn es so etwas wie Avantgarde, ich weiß nicht, bleiben oder werden will, ja, in diesem 21. Jahrhundert. Und da haben wir im Artikel, ja, also in der Zusammenfassung auch all dessen, was die verschiedenen Autoren, Autorinnen geschrieben haben, und dann muss ich den Leonhard Blank erwähnen, ja, also Alexander Hammedinger, Leonhard Blank, die treibenden Kräfte für diesen Kurswechsel. Ich bin dann dazugekommen, habe dann am Schluss auch noch brav mitgearbeitet, sodass ich jetzt auch Mitherausgeber bin und auch den einleitenden Artikel wesentlich mitgeschrieben. Und dort haben wir so ein paar Thesen aufgestellt, mit denen ich jetzt dann enden will und dass die vielleicht auch die Diskussion antreiben. Das eine ist, es ist ein
starkes öffentliches Eigentum, aber auch ein sehr starker staatlicher Sektor und ein bürokratisches Modell. Das heißt, es bräuchte so etwas wie Öffnung, Teilhabe, Stärkung auch von intermediären Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, sei es die gemeinnützigen Wohnbauträger, die ja jetzt schon eine wichtige Rolle haben, aber sagen ähnlich gelagerte Organisationen, wo ein Stück weit Selbstverwaltung eine größere Rolle spielt, wo es Zusammenspiel von öffentlich- und zivilgesellschaftlichen Institutionen gibt, also Co-Production, Civic-Public Partnerships. Ja, da gibt es in anderen Teilen Europas Beispiele, von denen Wien auch lernen könnte. Ja, an dieses Teilhabe und für alle anschließend, und Wien ist ja tatsächlich eine Stadt, die nicht nur, wo wir zwei gute Leben für alle Kongresse abgehalten hat, aber die in ihrem Leitbild dezidiert auch das gute Leben für alle als quasi stadtplanerische Strategie haben. Wenn man das aber ernst nimmt, dann ist das halt im großen Kontrast zum Umstand, dass 30% der Bevölkerung nicht leben kann, nicht wählen kann in dieser Stadt. Und diese eingeschränkte politische Teilhabe, wo es sagen, verfassungsrechtliche Probleme gibt, weil der Verfassungsgerichtshof das auch einmal schon als verfassungswidrig judiziert hat, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach eröffnet das einen Weg und auch eine Strategie, die schlicht und einfach heißt, Demokratie breiter zu verstehen als nur politische Teilhabe, das heißt sowas wie sozioökonomische Demokratisierung, Teilhabe am Zugang zur Stadt, ja, an den öffentlichen Diensten, Einrichtungen der Stadt, ja, Zugang zu leistbaren Infrastrukturen einerseits, aber auch Mitbestimmung darüber, wie diese Strukturen gestaltet sind, welche Prioritäten man in der Bildungs-, in der Gesundheits-, in der Verkehrspolitik setzt. Das wird mit Urban Citizenship in der internationalen Debatte diskutiert, und Citizenship ist ein sehr schwieriges Wort ins Deutsche zu übersetzen, aber sowas wie Stadtbürgerschaft, das glaube ich wäre tatsächlich etwas, was mehr diskutiert gehört, ist in diesem Wahlkampf ein definitiv sekundäres Thema geblieben. Und das Dritte ist die Erweiterung dessen, was Wien auszeichnet, nämlich seine sozialen Infrastrukturen hin zu sozial-ökologischen Infrastrukturen. Wenn man schaut, gab es im Wesentlichen drei Wellen des öffentlichen Eigentums und der Teilhabeerweiterung. Die erste, und das muss man festhalten, noch vor der Sozialdemokratie, das war Karl Lueger, der christlich-soziale antisemitische Bürgermeister, der wesentliche Teile des öffentlichen Eigentums geschaffen hat, Wasser, Gas, Strom, Verkehrsbetriebe, die Zentralsparkasse, alles das hat Lueger geschaffen, also die substanzielle ökonomische kommunale Basis. Das Rote Wien hat das inklusive Element des Gemeindebaus, der Gesundheit, Bildungs, Inklusion hinzugebracht, ja, als die sozialen Dienstleistungen, die Freizeiteinrichtungen, die Bäder, Spielplätze und so weiter. Das als zweite Welle von Infrastrukturen, für die diese Stadt bekannt ist. Wenn man sich es aber genau anschaut, dann sind diese sozialen Infrastrukturen eigentlich immer schon sozial-ökologische gewesen. Also ein Gemeindebau ist eben nicht nur eine soziale Einrichtung, sondern zutiefst materiell und ökologisch. Das könnten wir und sollten wir im 21. Jahrhundert ernst nehmen. Und wenn wir die Klimakrise angehen wollen, dann würde ich sagen, ist ein zentrales Element und eine Lehre aus dem Roten Wien, Bedürfnisse können auch anders als über Waren befriedigt werden, ja, über individuellen Konsum. Das heißt, öffentliche Bereitstellung von ökologischen Infrastrukturen, das heißt mehr Raum für öffentlichen Verkehr, mehr Platz für Wien, was wahrscheinlich der innovativste
Beitrag in diesem Wahlkampf war, ja, das durchzudenken und umzusetzen, eben die Ausweitung dieser ökologischen Räume, die Befriedigung von Bedürfnissen, nicht über Konsum, sondern durch diese Infrastrukturen wie eben Freizeiteinrichtungen und eben öffentliche Räume. Da würde ich es belassen. Wie gesagt, wir haben im Vorfeld, also vielen Dank, Andreas, du hast ein ziemlich breites Spektrum jetzt aufgespannt. Wir werden schauen, dass wir auf alles ein bisschen eingehen. Ich möchte sagen, ja auch euch einladen, euch jetzt nicht ausschließlich zu konzentrieren, zum Beispiel auf deinen Heftbeitrag, was wir ein bisschen ausgemacht haben, sondern durchaus auch, wenn du zum Beispiel zum Befund hier Ergänzungen hast oder Anmerkungen hast oder auch Kritik hast, durchaus auch auf den Befund eingehen. Ich glaube, gegen Ende würden wir auch ein bisschen die Alternativen noch ansprechen. Du hast einerseits eben jetzt zur Wohnungspolitik in Wien publiziert und wie gesagt, dazu oder auch andere. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Vorstellung. Die Möglichkeit, an dem Heft mitzuschreiben, an die Herausgeber und auch die Möglichkeit, hier jetzt ein bisschen gemeinsam darüber zu reflektieren. Ich werde mich sozusagen thematisch versuchen, eher auf den Bereich der Wohnungspolitik zu fokussieren. Mir gefällt der Begriff des bewahrenden Reformismus sehr gut, den du da eingebracht hast, Andreas. Auf den möchte ich dann auch nochmal kurz zurückkommen. Ich glaube, wenn wir über Wiener Stadtpolitik reden, wenn wir über Wien als Idee der alternativen Stadtpolitik reden, dann kommt man um sozusagen die Wohnungspolitik nicht herum. Das ist natürlich eine lange Geschichte, angefangen vom Roten Wien der 20er Jahre, eine eher lokale Innovation damals, die sozusagen stärker dann auch integriert wird in eine Form des nationalen Wohlfahrtskapitalismus in der Nachkriegszeit. Und seither vielleicht ein bisschen auch in dem Bereich der Wohnungspolitik ganz gut beschrieben werden kann seit den 80er Jahren als so eine Idee des bewahrenden Reformismus. Also sozusagen so die großen Ideen der Wohnungspolitik, die sozusagen die großen Umwälzungen sind, glaube ich, sozusagen, wenn man es historisch betrachtet in Wien, sicherlich weniger geworden seit den 80er Jahren. Gleichzeitig ist eben vielleicht in einem generellen Kontext des Neoliberalismus und der unternehmerischen Stadtpolitik, die in vielen anderen Städten stattgefunden hat, eben auch im Bereich der Wohnungspolitik genau dieses Bewahrende eigentlich auch zu etwas sehr Besonderem geworden. Ja. Wenn wir uns jetzt Wien anschauen, eine der Besonderheiten, die wir auf jeden Fall sehen im Bereich der Wohnungspolitik, die spiegelt sich auch einfach wieder, indem wie der Wohnungsmarkt aufgebaut ist. Ja, es gibt sozusagen den schönen Sager, der Wohnungsmarkt ist nichts anderes als die in Stein gegossene Wohnungspolitik. Ja, das trifft natürlich sozusagen stark zu. Die Politik hat einen wesentlichen Einfluss darauf, was am Wohnungsmarkt verfügbar ist und unter welchen Bedingungen. Wien ist eine der Städte weltweit, die den größten Anteil hat an sozialem Wohnungsbau. Das ist nicht nur etwas, was von der Politik und der SPÖ gern sozusagen gesagt wird, das ist auch tatsächlich so. Also das ist genau vielleicht sozusagen auch das, um das, was der Andreas gesagt hat, aufzugreifen. Ich glaube, es ist in der Wohnungspolitik ganz zentral so, dass es sowohl materielle Realität ist, als auch sozusagen eine große Marketingmaschine, die von Seiten der Stadt da gefahren wird. Es gibt durchaus sozusagen, sage ich mal, da doch Brüche in dem, was gesagt wird als Marketinginstrument, was dann sozusagen tatsächlich Realität ist, aber es gibt jedenfalls da auch starke Überlappungen. Genau, also wir sehen eben in Wien eine Situation, wo wir ungefähr 45% der Wohnungen am Markt haben, die jetzt nicht direkt den privaten Marktkräften obliegen, also die nicht im Eigentum privater Akteure sind und wo die Mieten eben auch nicht der Profitlogik folgen. Ja. Das hat auch manifeste Auswirkungen auf das, wie dann
Wohnen leistbar ist oder nicht. Ja, wenn wir uns jetzt anschauen, was kostet die Wohnung im privaten Mietwohnungsmarkt, wenn man sie neu mietet in Wien, dann sind wir ungefähr so bei 13, 15, 14 Euro ungefähr so den Bereich. Wenn man im gemeinnützigen oder im öffentlichen Bestand mietet, ist man bei 7,50, 7 Euro, also fast bei der Hälfte. Ja. Also da sieht man schon sozusagen, was das für einen wesentlichen Einfluss auch tatsächlich hat auf die Realität des Wohnens in der Stadt. Ich glaube sozusagen, die Schwierigkeit jetzt auch aus sag ich jetzt mal, der Sicht des Wissenschaftlers da eine schöne Geschichte zu erzählen ist, dass Wien einerseits diese Besonderheiten widerspiegelt, dieser alternativen Idee der Wohnungspolitik und gleichzeitig aber eben auch, wenn man jetzt auf das schaut, wie sich das Wohnen, die Wohnsituation in der Stadt entwickelt, eher allgemeineren Trends auch durchaus folgt in den letzten Jahren. Ja, also wir haben in Wien eine Situation, wo trotz aller dieser Errungenschaften in den letzten Jahren die Mieten deutlich gestiegen sind über der Entwicklung der Einkommen. Und wir haben auch daraus folgend eine Situation, in der die Leistbarkeit und das, was die Leute ausgeben fürs Wohnen, sich doch deutlich verschlechtert hat seit ungefähr Mitte der 2000er. Also sozusagen, es gibt da sowohl diese im internationalen Vergleich, wie ich immer gern sage, sozusagen Besonderheiten, die immer noch bestehen, aber nichtsdestotrotz gibt es sozusagen auch eine kürzlichere historische Entwicklung, die zunehmend auch in Wien die Herausforderungen zeigt. Ich würde jetzt noch ganz kurz sozusagen auf ein paar Denkansätze eingehen, warum sozusagen, was sich dahinter versteckt, ja, warum sehen wir in Wien diese Problematik und am Ende dann auch versuchen mit ein, zwei Thesen noch zu enden, was ich glaube, was sozusagen, was sich für zentrale Fragen stellen im Bereich der Wohnungspolitik. Was versteckt sich jetzt sozusagen hinter der zunehmenden Schwierigkeit am Wohnungsmarkt in Wien? Einerseits sind solche Dinge, dass Wien nicht gänzlich verschont geblieben ist von der Idee des Neoliberalismus und sozusagen einer stärker marktgetriebenen Wohnungspolitik. Ja. Das ist etwas, das sehen wir ganz stark auf Bundesebene, vor allem in den 90er Jahren mit der Reform des Mietrechts, die in vielerlei Hinsicht Einfluss hat darauf, wie sich das Wohnen in Wien, vor allem im privaten Markt, in den letzten Jahren entwickelt hat. In Wien sind doch ein Drittel aller Wohnungen privat vermietet und da ist das MAG spielt eine ganz wichtige Rolle und sozusagen da sind definitiv Anfang der 90er Jahre, sage ich mal, hat sich das Mietrecht so verändert, dass die Vermieterinteressen gegenüber den Mieterinteressen gestärkt wurden. In Wien ist das bis zu einem gewissen Grad aufgegriffen worden und sozusagen auch durchaus vertieft worden, diese Idee der Vermarktwirtschaftlichung. Also ich denke, zentral ist auf jeden Fall die Frage, von was mit dem Gemeindebau passiert ist, dass die Stadt hier sich zurückgezogen hat aus dem Neubau dieses Segments Anfang der 2000er. Was auch einfach sozusagen deswegen wichtig ist zu sagen, weil wenn man sich anschaut, was kostet Wohnen in welchen Segmenten, dann ist der Gemeindebau der Sektor, in dem es sozusagen die günstigsten Mieten gibt, grosso modo. Ja. Aus verschiedenen Gründen gab es einen Stopp in diesem Bereich, der vor kurzem sozusagen wieder zurückgenommen wurde. Da wird sozusagen in sehr begrenztem Maß wieder gebaut. Und das sozusagen, sag ich mal, sind so wohnungspolitische Rahmenbedingungen, die sich geändert haben. Und dann, glaube ich, sind noch zwei zusätzliche Dinge relevant. Das eine ist die Frage des Bevölkerungswachstums, die am Wohnungsmarkt auch eine starke Rolle spielt. Also die Frage von Zuzug. Wien ist eine stark wachsende Stadt und da hat man von Seiten der Wohnungspolitik doch sozusagen auch versäumt, früh genug darauf zu reagieren, dass es einen zunehmenden Bedarf gibt an einfach preiswerten Wohnraum. Ja. Das ist sozusagen ein anderer Punkt. Und der letzte Punkt, der definitiv wichtig ist zu sagen, ist, dass wir auch in Wien eine Situation sehen, wie in vielen anderen Städten, dass sozusagen, man könnte das fassen unter dem Begriff vielleicht der spekulativen Nachfrage, dass das zunehmend eine Rolle spielt. Also die Frage, dass eben Wohnen auch in Wien zunehmend als eine Form des Anlageprodukts gesehen wird, wo eben Wohnungen zu relativ hohen Preisen gekauft werden, dann entweder darauf zu warten, dass sie im Wert steigen oder sie eben auch zu relativ hohen Konditionen weiter zu vermieten. Und das ist auch etwas, was auf jeden Fall die Preise weiter antreibt und damit auch indirekt die Mieten. Vielleicht schon so viel gesagt.
Soll ich noch? Nein. Darf ich noch kurz? Bitte? Darf ich noch kurz? Ja. Mhm. Vielleicht noch zwei Fragen, sozusagen, wo ich glaube, dass sich so zentrale Fragen stellen, weil mir das gut gefallen hat, Andreas, weil du das sozusagen aufgemacht hast im Sinn von Thesen. Ich würde da sozusagen aus Perspektive der Wohnungspolitik noch zwei hinzufügen wollen, die aber, glaube ich, sozusagen durchaus auch anschließen an manche von den Punkten, die du genannt hast. Ich glaube, eine Frage, die sich auf jeden Fall stellt in Wien, ist, es gibt hier einen sehr, sehr großen Bestand an öffentlichen sozialen Gütern, könnte man so sagen, die verfügbar sind. Und die Frage ist, wer und unter welchen Bedingungen hat zu denen Zugang? Ja. Also die Frage des Zugangs ist, glaube ich, ich sage, wenn ich mit Leuten von außerhalb von Wien spreche und sie mich fragen, wie das ist mit der Wohnungspolitik, dann sage ich oft, ja, sozusagen die Frage des Zugangs ist ein bisschen so das Dirty Little Secret des Wiener Wohnungsmarkts. Das, glaube ich, sozusagen hat durchaus seine Berechtigung, diese Formulierung. Also die Frage ist einfach, inwiefern gibt es sozusagen die Möglichkeit für Leute, die durchaus einen hohen Bedarf haben an preiswerten Wohnraum, die Möglichkeit, dort relativ einfach Zugang zu bekommen. Und das sozusagen betrifft vor allem die Frage von Leuten, die neu in die Stadt kommen. Ja. Also das ist ein Bereich, da gab es ja eigentlich Entwicklungen, die sozusagen in den letzten Jahren eher dahin gegangen sind, dass man den Zugang in diesem Bereich erschwert hat. So Stichwort, dass man, Stichwort Wien-Bonus, der da eingeführt wurde, dass man sozusagen eigentlich, wenn man schon länger da wohnt, einen Vorteil daran hat. Und gleichzeitig sozusagen das große Kapitel, was dann natürlich anschließt, die Frage von, was ist jetzt eigentlich, was sind die konkreten Bedingungen, wenn man jetzt zum Beispiel eine gemeinnützige Wohnung haben will. Ja? Wie viel Wissen braucht man da über dieses System und was sind auch dann tatsächlich so die Vergabemechanismen, die da dahinter stecken und inwiefern schaffen es die auch dann tatsächlich, dass die Leuten, die zum Beispiel weniger finanzielle Ressourcen haben, aber auch vor allem wenig soziales Kapital, vielleicht Sprachbarrieren haben, hier die Möglichkeit zu geben, Zugang zu bekommen. Also sozusagen die Frage Zugang und Verfügbarkeit von den sozialen Gütern ist die eine Frage. Und die andere Frage, die zweite, die sich für mich stellt, im Bereich der Wohnungspolitik ist eher, sage ich mal, ein bisschen eine pessimistischere Frage und eine pessimistischere Einschätzung, nämlich die, man könnte es vielleicht fast unter der Frage von, wie viele Möglichkeiten, wie viele Grenzen hat eigentlich die Lokalpolitik? Ja, und sozusagen, also die skalare Frage von, dass die Wohnungspolitik ein Bereich ist in Wien, der natürlich in vielerlei Hinsicht eingebettet ist in ein Kompetenz- ich will nicht sagen Wirrwarr, aber ich sage Wirrwarr, in eine Kompetenzlage, die sich über unterschiedliche skalare Ebenen aufteilt. Und da ist natürlich es in Wien so, dass in vielen Bereichen geregelt werden kann, aber oft auch mittlerweile Umwege gegangen werden müssen, weil einfach, auch wenn sozusagen in Wien der politische Wille dafür da wäre, Wohnen und die Bereitstellung von Wohnraum vielleicht noch etwas stärker vom privaten Markt zum Beispiel abzukoppeln, das doch an vielerlei Bereichen dann an Grenzen stößt. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt da ist, hat einfach auch zu tun, zum Beispiel eben, um ein Beispiel zu bringen, die Frage des Mietrechts. Ja. Also das ist, glaube ich, für mich sozusagen so ein ganz zentraler Bereich da, dass der für Wien so relevant ist und wo aber die Wiener Politik nur sehr bedingt Einfluss nehmen kann, wo sich, glaube ich, aber viel darüber entscheidet, wie die Wohnsituation in Wien derzeit ist und wie sie auch in den nächsten Jahren sein kann. Ja, da will ich es dann lassen. Ja, danke. Dann würde ich auch Margret bitten, zu allem zu reden, was gesagt wurde oder was dir selber zu Wien auffällt. Ja, also auch herzlichen Dank für die Einladung, also an dich, Andreas, freut mich sehr und auch für die Vorstellung. Und ich habe heute beim Vorbereiten ein bisschen geschwitzt, weil da so viele unterschiedliche Beiträge sind in diesem Kurswechsel. und ich nicht genau wusste, also meine Aufgabe ist, in eine Diskussion überzuleiten, das eine oder das andere zu kommentieren, meine eigene Perspektive auf Wiener Wohnungspolitik und vielleicht auch Wiener Nachhaltigkeitspolitik zu liefern. Und das ist jetzt, ich muss einfach spontan reagieren und ich reagiere jetzt spontan auf das Gesagte und versuche das zu verknüpfen mit den grundlegenden Gedanken, die mich da so herumtreiben.
Also vielleicht ganz zu Beginn, also mein Hintergrund ist die Politikwissenschaft und dann da auch viel Demokratietheorie und halt eher politische Theorie. Und also vielleicht bevor ich mit eher diesem Theoretischen anfange, also ich habe sehr lange in Nordamerika gelebt und ich fand, also das, was hier so betont wird, die öffentlichen Infrastrukturen, das ist der Grund, warum ich wieder da bin und nicht mehr in Toronto und auch nicht in irgendeiner anderen nordamerikanischen Stadt, weil ich die öffentlichen Infrastrukturen, die es in Wien gibt, und ich würde total recht geben, was jetzt den Wohnungsmarkt betrifft, ist es gar nicht so niederschwellig, da reinzukommen, sondern eigentlich ziemlich voraussetzungsvoll. In viele anderen Bereiche der öffentlichen Infrastruktur ist es aber sehr niederschwellig, wie jetzt Parkanlagen, also Schwimmbäder, öffentliche Kinderbetreuung und so weiter. Und das ist schon, ich würde das auch betonen, es ist durchaus ein Alleinstehungsmerkmal dieser Stadt, dass es so viel an öffentliche Infrastruktur, die jetzt für Leute, die hier wohnen, taken for granted ist. Wenn man aber lange nordamerikanisiert wurde oder irgendwo anders sozialisiert wurde, dann haut es einem ja fast um, wenn man ins Stadionbad geht und diese Parkflächen sieht, wo man in Toronto maximal 2 Meter rund um das Swimmingpool hat, gibt es halt ganze Parks, die die Stadt irgendwie auch bewirtschaftet. Und das ist nicht nichts, sondern das ist eigentlich ganz schön viel. Dasselbe gilt jetzt für Kinderbetreuung und so weiter. Also ich glaube, es gibt ganz viel öffentliche Infrastruktur, die geschaffen wurde zu einer Zeit, wo es auch noch, und da komme ich jetzt vielleicht eher zu diesen politischen Diskursen, wo es auch noch eine politische Sprache dafür gab. Und ich finde, du bringst das total gut auf den Punkt. Also das, was jetzt Wien auszeichnet oder Stadtpolitik in Wien auszeichnet, ist ganz viel bewahrende, hat man ausgepackt, weil man eingegangen ist, ganz viel bewahrender Reformismus und auch ein sehr verhaltendes Bewahren, also so das eigentlich so die Sprache, warum braucht es denn jetzt überhaupt öffentliche Infrastrukturen, warum braucht es denn jetzt eigentlich öffentlichen Wohnungsbau, warum nicht mehr Markt? Der Diskurs, der jetzt recht stark gefahren wird, ist Lebensqualität. Also wir brauchen diese Infrastrukturen, weil es hat schon noch was mit Gerechtigkeit zu tun, aber letztendlich geht es um die Lebensqualität der Wiener und Wienerinnen. Und das ist demokratiepolitisch ein bisschen schwach und auch nicht mutig, würde ich jetzt sagen. Also vielleicht dann noch einmal ganz kurz die Rückbindung zum Roten Wien. Also Reformismus wurde dem Roten Wien bereits in den 20ern vorgeworfen, dass sie halt nicht die richtigen Sozialisten sind, sondern eigentlich nur die Bernsteinians und die halt nur ein bisschen Reform wollen, aber den Sozialismus als Horizont eigentlich eh vergessen und so viel Reformpolitik machen. Also Lebensqualitätsverbesserungen, auch damals ein Vorwurf. Aber ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es halt noch eine starke politische Sprache, nämlich soziale Gerechtigkeit. Und ich finde, das geht heute eher unter und erschöpft sich vor allem so im Nachhaltigkeitsbereich ganz stark mit so Lebensqualitätssachen. Und ich glaube, vielleicht nur ganz kurz ein Zitat aus einem Interview mit einem hochrangigen Stadtbeamten, das ich vor längerer Zeit geführt habe, der meinte, es brauchte 100 Jahre sozialdemokratische Kommunalpolitik, um auf neoliberalen City-Rankings first zu sein. Und ich finde, das bringt eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Es wird viel bewahrt, es wird aber in der und es wird auch, also es wird nostalgisch bewahrt, würde ich sagen, vor allem auch so in der Wohnungspolitik. Da gibt es halt dann jetzt wieder den einen oder den anderen sozialen Wohnungsbau, der da gebaut wird, aber so das große, also eine Neuauflage vom Roten Wien ist jetzt nicht in Sicht. Sondern man ruht sich doch sehr aus auf dem Erreichten und es wurde tatsächlich viel erreicht. Aber ausruhen reicht vielleicht auch nicht. Und also vielleicht zu einem Punkt, den du erwähnt hast, den ich vielleicht ein bisschen anders sehe, Andreas. Also ich sehe es zumindest halt schildernd nicht so klar.
Also dein Argument war, was es halt zum Beispiel mit Blick auf Wohnbaugesellschaften, aber wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der Staatspolitik braucht, ist mehr Partizipation, also Demokratisierung durch Partizipation. Und Partizipation von ganz unterschiedlichen Stakeholdern. Also wir alle wissen, dass mit der Partizipation ist meistens ein bisschen zweischneidig, weil dann oft die partizipieren, die halt soziales, kulturelles Kapital haben und die eigentlich wirklich, also viel dann trotz Partizipation dann auch ausgeblendet wird, weil sich manche Leute halt nicht so artikulieren können wie andere, nicht das soziale Kapital haben etc. Also ich finde, auf eine das Rote Wien ständig begleitende Kritik ist die Stadt ja durchaus eingegangen und eine beständige Kritik war ihr Paternalismus. Und die Stadt, also Stadtpolitik in den 20er Jahren und vielleicht bis eigentlich ins späte 20. Jahrhundert war eben stark paternalistisch. Der lokale Staat, die Stadt als Daseinsvorsorge, war halt ein Mini-Sozialstaat. Ich finde in vielerlei Hinsicht hochfunktionierend, aber gerade auf diesen Paternalismus-Vorwurf ist die Stadt ja durchaus eingegangen. Und ich finde, das sieht man in der jetzigen Nachhaltigkeitspolitik sehr gut, vielleicht auch ein bisschen in der Wohnpolitik, dass halt sehr viele lokale Experimente gefördert werden und Bürgerinitiativen, also mein jetziger Forschungsschwerpunkt ist so auf Smart City Strategien. Also das sieht man ganz stark. Smart City im Wiener Kontext heißt jetzt nicht nur top-down technologische Innovation, sondern es schreibt sich die Strategie der Stadt schreibt sich auf die Fahnen, partizipativ, co-producing und so weiter und so fort zu sein. Und wenn man sich die Initiativen, die unter der Nachhaltigkeit, die Smart City Strategie ist die jetzige städtische Nachhaltigkeitsinitiative, oder das ist der Rahmen, der diskursive Rahmen, sie subsumiert ganz viele unterschiedliche Initiativen. Das kann ein Bottom-up Wohnprojekt in Ottakring sein, das kann ein großes Siemens-Projekt in Simmering sein und so weiter. Und das, also die Stadt hat sich, versucht sich so zu öffnen. Und ich glaube, sie hat sich auch geöffnet, nur dahinter verbirgt sich auch relativ viel Neoliberalismus. Also so Koproduktion ist nicht nur eine Alternative zur neoliberalen Stadtpolitik, sondern wird auch subsumiert von neoliberaler Stadtpolitik. Dasselbe gilt für Partizipation. Und ich glaube, die Stadt ist wirklich eingegangen auf diese Paternalismusvorwürfe in manchen Bereichen zumindest. Nur das Ergebnis, zumindest im Nachhaltigkeitsbereich, vielleicht auch im Wohnbereich, ist, würde ich sagen, mediocre, also mehr als durchschnittlich, weil das, was gleichzeitig abhanden gegangen ist, ist eine Stadt, die entscheidet. Für oder gegen, also das würde ich sagen, ist einfach eine Core Task of Politics, zu entscheiden und eben auch zu urteilen und diese Entscheidungen und Urteile auch politisch in Stellung bringen, sichtbar zu machen und zu sagen, wir machen so und nicht anders. Also gerade so, was die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Wien betrifft, ist ganz viel ermöglichen, also Stadt als Möglichkeitsraum ist oft so ein Schlagwort, das im Kontext von Right to the City und so weiter, aus diesem Kontext kennt man es, die Stadt selber schreibt sich das jetzt auf die Fahnen. Wir wollen ermöglichen, wir wollen unterschiedliche Projekte im Nachhaltigkeitsbereich gießen, wir wollen weniger entscheiden, deshalb haben wir es auch aus den Interviews, die wir da geführt haben, mit hochrangigen Beamten und dann eben auch Leute, die halt in diverse Smart City-Projekte involviert sind. Es wird ganz viel ausprobiert, es wird ganz viel co-produziert, es wird ganz viel partizipiert, aber keiner weiß so genau, was wollen wir damit erreichen? Was ist unser Zielhorizont? Auf Stadtebene noch so grob, ja, die Pariser Klimaziele, aber selbst dort sind die hinter der Rahmenstrategie der Stadt stehen, oft wahnsinnig kritisch, dass das erreicht werden kann, weil es eigentlich auch kein Instrument des Einforderns gibt. Smart City ist eine Rahmenstrategie, es bietet einen diskursiven Rahmen,
Aber es gibt niemanden, der dahinter steht und sagt, okay, also diese Entscheidung in der MA28 passt überhaupt nicht rein zur Rahmenstrategie, sondern es wäre nett, wenn es euch dran haltet. Und also das vielleicht nur als Diskussionsanstoß, was sind so die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Koproduktion, Partizipation, Experimentieren, das wäre so das eine. Und vielleicht im Wohnbereich gibt es derzeit halt auch recht, also viele, vielleicht nicht, ist übertrieben, aber also Wohnprojekte, die halt organisiert, und die Stadt unterstützt das ganz aktiv. Wir haben in unserer jetzigen Forschung uns auch einige Wohnprojekte angesehen und ich fand es eher sehr ernüchternd. Auch weil in diesen Projekten dann manchmal Wohnprojekte sind es nett, aber sie ersetzen den sozialen Wohnungsbau null. Nur dieses Bewusstsein, dass es das andere vielleicht auch braucht und dass jetzt in einem Wohnprojekt, also die Projekte in sich sind relativ elitär. Und die Stadt unterstützt das halt auch, neben ein bisschen sozialer Wohnungsbau, viel bewahrenden sozialen Wohnungsbau. Und ich glaube, das, was jetzt aus meiner Sicht wirklich fehlt, ist eigentlich eine mutige politische Sprache. Und eben auch so, dass das Politik eben nicht nur ermöglichen und ausprobieren und schauen wir mal ist, sondern halt schon auch grundlegende Entscheidungen und Urteile beinhaltet, die es vielleicht früher noch eher gab, weil es ein also in den 20er Jahren vielleicht eher gab, weil es einen normativen Horizont gab. Damals war es der Sozialismus zumindest als Fernziel. Und ich finde, das fehlt jetzt ein bisschen. Und ich würde jetzt kritisch vielleicht so einfliegen, dass die jetzige Stadtpolitik vielleicht, wo es vielleicht ein bisschen ein Manko gibt. Genau, und für eine andere Frage, die ich vielleicht noch stellen würde, ist, was ist so die Rolle von Wissenschaft, um jetzt vielleicht so normative Zielhorizonte, wie du sie jetzt auch halt in den Raum gestellt hast, um dir stark zu machen? Also, und wo gibt es da Verbündete? Sind es nur Wissenschaftler, die sagen, es bräuchte das, das, das? Natürlich auch Bewegungen, also wie baut man auch Koalitionen sozusagen, um neue Horizonte in den Raum zu stellen? Das war sehr viel. Herzlichen Dank. Ich glaube, das war sehr fundiert. Ich würde eigentlich euch jetzt gleich bitten, nachdem ihr die zwei Autoren beim Kurswechsel seid, auch darauf zu reagieren, vielleicht mehr in die Richtung dieser Frage der Partizipationsdiskurse in Wien, war ja, glaube ich, aufgelegt. Aber vielleicht, du kannst auch in eine andere Richtung gehen, aber was mich natürlich sehr interessieren würde, ist, also es hat mir sehr geholfen, darüber nachzudenken hinsichtlich mutige politische Sprache, weil du hast das eigentlich auch ins Treffen geführt, dass wir auch eine nationale Bundpolitik haben, die vielleicht quasi den Wienern eins auswischen will oder wo es da Diskrepanzen gibt zwischen einer Wiener vielleicht eher sozial-ökologischen Politik und einer eher neoliberalen Politik. Vielleicht kannst du auf diese Widersprüche noch ein bisschen eingehen, aber auch konzentriert auf die Frage, was kann man denn als Wien da auch dagegen machen? Also ist zum Beispiel eine mutige politische Sprache, auch wenn man jetzt materiell nicht sofort was ändern kann an einem Gesetz zu Wohnbau oder zu Mietenregulierung, aber kann man politisch das zuschärfen oder wie siehst du das politisch? Ist das dann vielleicht kontraproduktiv, weil dann ja, kommt irgendwer und sagt, haben wir eh immer schon gesagt, ihr Sozis in Wien oder so. Ne? Also vielleicht so, dass ihr es ein bisschen aufteilt, die Antworten. Und danach würde ich eigentlich gerne ins Publikum gehen, weil wir eben ja, dann auf eure Fragen und Kommentare gespannt sind. Okay. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt wirklich schwierig, schnell zu sein, weil ich möchte zu beiden was ganz kurz sagen zum Wohnen. Ich meine, das Rote Wien hatte natürlich ein Riesenglück, dass
das Rote Wiener das Riesenglück, dass es den Ersten Weltkrieg gegeben hat und damit das Mietrecht 1917 eingeführt wurde. Und dann hatten sie auch eine konservative Bundesregierung, aber das Mietrecht hat man nicht angetastet. Ja? Und das waren natürlich extrem angenehme Rahmenbedingungen und jetzt ist es eben viel, viel schwieriger. Ja? Ich bin sicher, dass in der Zwischenkriegszeit hätten sie auch alles gemacht, dem Roten Wien zu schaden. Das ging nur über Mietrecht damals nicht. Ja? Da bin ich dann gespannt, was die Lösung ist, weil die weiß ich definitiv nicht. Aber er hat auch noch Zeit. Aber er hat das letzte Wort und er erklärt es dann. Er hat ja noch Zeit, darüber nachzudenken. Aber bei dem anderen, Margret, von dir vielen Dank. Ich bin total freue mich, dass du beigetragen hast. Und es ist jetzt auch schade, dass der Leonhard und der Alex nicht da sind, weil ich dir jetzt einmal sehr rasch ganz, ganz weitgehend recht geben würde. Mhm. Ja, und ich möchte einen Punkt ein bisschen ausführen. Nämlich du hast ihm gesagt, dass es den Mut zu politischen Entscheidungen braucht. Ja. Mhm. Und wir haben ja, und dann diese Smart City und die sehr in Wien, aber ich glaube auch in anderen Städten sehr oftmals sehr progressiven Vorschläge, was man in der Klimapolitik machen soll und in anderen Bereichen und dann diese riesen Kluft hin zur Umsetzung. Mhm. Und was ist tatsächlich meiner Meinung nach, also das sieht man ja jetzt hier auch in Wien und sieht man ja auch im Wahlkampf, ja, dass eine Stadtregierung, die doch recht ambitionierte Klimaziele hat, sich über Pop-up-Radwege streiten kann, ja, wo du denkst, das ist ja wirklich ein vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung, wo man mehr bräuchte als das. Ja? Mhm. Und dann streitet man sich darüber, ob dieser erste vorsichtige Schritt in einer Ausnahmesituation gemacht wird. Mhm. Und da ist diese reine Forderung nach Partizipation vielleicht sogar eine Sackgasse. Ja, weil es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Bevölkerungsteile sich dann auch mehrheitlich gegen einen Pop-up-Radweg entscheiden, ja, oder für mehr Parkplätze, zumindest dort, wo ich parken möchte. Ja, sonst sollte es eh mehr öffentliche Räume geben. Ja, und Grünräume und Bäume finde ich auch super, wenn ich parken kann. Ja, und dieses Spannungsverhältnis kann man, glaube ich, nur mit mutigen Rahmenbedingungen auflösen, wo bestimmte demokratische Entscheidungen gar nicht mehr möglich werden, mhm, ja, und Partizipationsmöglichkeiten. Wir wollen direkt demokratisch Unökologisches und Unsoziales müsste durch ein Regelwerk von Demokratie eigentlich ausgeschlossen werden. Und das Innovative bestünde darin, dass sich eine Stadt darauf verständigt, wir nehmen unsere Ziele ernst. Mhm. Und das ist aber ganz das wäre ein neuer Ansatz, ja, weil die Smart City Rahmenstrategie ist hier nur deswegen so breit getragen, weil sie so wenig Konsequenzen hat. Ja? Also wenn die Ziele ernsthaft umgesetzt werden, dann wäre der Widerstand auch viel größer. Mhm. Ja? Und insofern, glaube ich, hast du ein total richtiges Thema angeschnitten und ich belasse es da, weil da könnte man jetzt lang reden, aber das, was, glaube ich, wichtig ist und wir mitnehmen sollten, ist tatsächlich zu diskutieren, ob es nicht das der Fokus ist, den du angesprochen hast. Ja? Also die Frage, wie man mutige Entscheidungen trifft und wie dann da Co-Production, Teilhabe, Partizipation unterstützend helfen kann, ja, aber nicht den Eigenwert des Demokratisierenden in den Vordergrund stellen, ohne der Richtung, wohin diese Demokratisierung treibt. Ja. Danke und die Frage war vielleicht schwierig formuliert, aber vielleicht einmal mehr so dieses Verhältnis zwischen Staat und Bund. Mhm. Und siehst du Ansätze, wo sozusagen die Stadt Wien ihre emanzipatorische Politik verfolgen kann, trotz der
vielleicht restringierenden Vorgaben des Bundes. Ich würde vielleicht sozusagen, um die Frage zu beantworten, nochmal ein bisschen kurz ausholen, worin ich glaube, dass diese Schwierigkeiten und teilweise auch Widerstände, sozusagen, was die ausmacht. Weil sozusagen die eine Sache, die ich vorher stark gemacht habe, ist diese Frage von Kompetenzen und damit zusammenhängen natürlich die Frage von politischen Mehrheiten, gerade in einer Situation wie jetzt, wo wir keine Partei in der Regierung haben, die sich zumindest sozusagen durchsetzen kann gegen die Eigentümerinteressen, die von der größeren Partei stark vertreten werden. Ja. Man muss sozusagen dem ein bisschen, wenn man das ein bisschen im Zeitverlauf sieht, kann man auch sagen, sozusagen das derzeitige Regierungsprogramm ist ein bisschen weniger direkt formuliert von der Eigentümerlobby als das letzte. Beim letzten war es ja tatsächlich so, dass das teilweise wortwörtlich da drin gestanden ist. Kann man auf meinem Blog nachlesen, wenn man das möchte. An der Bundesregierung, genau. Ja, das kann man auch, ich habe einen schönen Blogbeitrag mal geschrieben, der das sich im Detail Wort für Wort anschauen möchte. Also da könnte man sagen, sozusagen hat sich ja doch ein bisschen was getan, sozusagen, aber trotzdem sehe ich da jetzt keine großen Möglichkeiten, dass sich sozusagen auf Bundesebene in Bezug auf die derzeitigen politischen Mehrheiten was ändert. Die andere Frage, die, glaube ich, sozusagen auch noch eine Schwierigkeit ist, ist die Frage des Zusammenspiels der skalaren Kompetenzen einerseits und der Struktur des Wohnungsmarkts andererseits in Bezug auf die Unterschiede, wie gewohnt wird in Österreich, in der Stadt und am Land. Wir haben eine Situation in Österreich, wo zum Beispiel die Mehrheit der Wohnungen, die jetzt in dem Altbaubestand sind, in dem privaten Mietwohnungsmarkt, für das sozusagen das Mietrecht gilt, im rigidesten Bereich, im Vollanwendungsbereich, die Mehrheit dieser Wohnungen ist in Wien. Ja? Und das sozusagen ist nur ein Teil von einer größeren Geschichte, dass natürlich Mietwohnungsmärkte in Österreich sehr viel stärker sind in Städten und insbesondere in Wien, als in den eher ländlicheren Regionen, wo man im Eigenheim wohnt in der Regel, und wo es sehr viel schwieriger wird, politische Mehrheiten dazu zu finden, wie sozusagen Leute sich dafür aussprechen, wenn man jetzt sozusagen von der pluralistischen Demokratie-Idee ausgeht, dass sozusagen da ein rigideres Mietrecht einzuführen wäre. Ja. Ich glaube sozusagen, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, Margret, also die Frage von mutigere politische Sprache. Ich glaube, sozusagen strukturell ist die Situation vertrackt, genau aus den zwei Gründen, die ich gesagt habe. Und ich glaube, dass sich da so schnell da nichts ändern wird. Insbesondere auch deswegen, weil das Mietrecht ja sozusagen in der Reformierung ein Projekt ist, das seit 20 Jahren herumgeistert und es immer wieder irgendwelche Reformgruppen und was auch immer gibt und sozusagen sich die politische Mehrheitsfindung dann immer am Ende im Detail verliert. Das ist sozusagen eine keine technische Schwierigkeit. Ja. Ich glaube sozusagen, dass das mutige politische Kommunizieren ein Weg sein kann. Und da, glaube ich, sozusagen muss man sich auch veranschaulichen und klar machen, dass sozusagen der öffentliche Diskurs rund ums Wohnen sich schon polarisiert hat in Österreich in den letzten Jahren, weil wir doch eine Situation hatten, in der gerade die Eigentümerinteressen und die Eigentümerlobbyverbände früher wesentlich schlechter organisiert waren, wesentlich weniger präsent waren in der öffentlichen Debatte. Und wir mittlerweile eine Situation haben, in der es doch einige Gruppen gibt, die auch sehr lautstark und argumentativ immer besser da versuchen, ihre Interessen zu vertreten. Und ich glaube sozusagen, auch da ist sicher sozusagen, da gibt die Möglichkeit einer klaren, mutigeren Sprache vielleicht sozusagen Möglichkeitsraum. Ja? Aber da muss man sich auch vor Augen führen, dass sozusagen die andere Seite sozusagen da auch zunehmend professioneller wird und versucht, in die andere Richtung zu arbeiten. Also ich habe jetzt leider nicht die eine Lösung, aber sozusagen das ist der Versuch, ein bisschen zu skizzieren, sozusagen, in was der Raum ist, in dem sich das meiner Meinung nach abspielt. Welche politischen Reaktionen man haben kann auf eben ja, doch auch negative Tendenzen. Ja, ich würde gerne mal am Podium ein bisschen Pause machen und ins Publikum gehen.